Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einem Tutorial mal wieder von mir. Yo, jetzt werden sich alle fragen, hä? Warum? Ja, also an alle, die jetzt durch das alte Tutorial hier drauf gekommen sind. Ja, ich wollte mal wieder ein Video machen und zwar, wie ihr auf der Minecraft-PC-Version Shader installieren könnt und Optifine. Denn der Launcher sieht jetzt seit der 1.11.2 anders aus. Ich zeige euch das Ganze mal. Der Launcher sieht jetzt ja so aus. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht, wie ja, ihr Optifine installieren könnt und die Shader. Und leider hat sich das Ganze, was heißt leider, der Launcher hat sich geändert und das Ganze funktioniert halt jetzt etwas anders. Deswegen kommt hier nochmal ein neues Video von mir und ja, an alle, die ja, das jetzt neu schauen, ihr könnt ja auch mal schauen, ob das bei euch funktioniert. Wäre ja ganz cool, mit Shader ist wirklich nice. Und ja, wie ihr das Ganze jetzt installieren könnt, zeige ich euch jetzt. Ihr müsst einfach auf den Link gehen, den ich euch in die Beschreibung stellen werde. Das ist optifine.net/downloads. Dort ladet ihr euch die neueste Version runter. Und naja, jetzt bitte nicht wundern, falls jetzt die 1.12 irgendwann mal rauskommt und die 1.13 oder die 1.14 oder was weiß ich. Und ich schreibe das auch in den Titel und ihr seht hier, ich lade es für 1.11.2 runter. Dann geht es trotzdem auch für die neue Version. Ich möchte nur nicht für jede Version ein neues Video machen. Ich habe mir nur gedacht, hier bei dem Launcher sollte ich vielleicht schon mal ein neues Video machen, weil viele das einfach nicht hinkriegen mit dem neuen Launcher, mit meinem alten Video, sag ich mal so. Weil da habe ich ja noch den alten Launcher gezeigt. Und ja, was ihr jetzt machen müsst, ist eigentlich nur hier die neueste Optifine-Version herunterladen. Das Ganze geht dann entweder über Download, damit würdet ihr die Entwickler unterstützen, kommt nämlich noch Werbung mit dran oder Mirror. Ich nehme jetzt einfach mal Mirror, kommt auch Werbung hier, aber ich meine, wenn ihr jetzt ganz normal auf Download geht, dann öffnet sich halt so eine Adfly-Seite. Müsst ihr selber wissen, was ihr davon macht. Dann sagt ihr hier behalten, falls ihr Chrome benutzt, dann müsst ihr halt einfach runterladen, die Datei. Ihr müsst sicherstellen, dass ihr Java 32-Bit installiert habt, genauso wie Java 64-Bit hinterher installieren. Testen könnt ihr das Ganze, wenn ihr in die Windows-Suche geht und eingibt Programme und Funktionen, oder Programme und Features heißt es unter Windows 10. Und wenn ihr dort jetzt hier J eingibt, dann seht ihr hier Java 8 Update 121 und 64-Bit. Diese beiden müssen installiert sein. Also na gut, wenn Java jetzt, wenn eine neue Version draußen ist, natürlich eine neuere. Ihr solltet sehen, dass ihr vor der Java-Installation noch alte Version deinstalliert. Denn ja, das kann auch zu Problemen führen, denn viele haben immer das Problem, ja, ich kann das gar nicht öffnen, die Datei. Dazu kommen wir jetzt. Wie machen wir das Ganze jetzt? Ihr geht jetzt einfach in den Download-Ordner, wo ihr die Optifine-Datei runtergeladen habt. Erstmal müsst ihr überhaupt sicherstellen, dass ihr Minecraft überhaupt auf der 1.11.2 habt. Ihr könnt mal unter Profile gehen. Dort steht neueste Version 1.11.2, das wählt ihr aus, sagt Speichern, geht wieder auf Neuigkeiten und hier unten auch Spielen. Jetzt warten wir ab, jetzt stellen wir sicher, dass die Version auch installiert ist, die 1.11.2, da oben sehen wir es, 1.11.2. Aber hier, wir sehen nichts mit Optifine oder Shader und deswegen gehen wir wieder aufs Spiel beenden. Was wir jetzt machen ist, wir öffnen diese Optifine-Jar-Datei mit Java. Ein Rechtsklick und öffnen sollte reichen. Falls bei euch irgendwie diese Datei mit WinRAR oder gar nicht geöffnet wird, geht ihr einfach auf Öffnen mit und sagt dann hier andere App auswählen, wenn ihr Windows 10 benutzt. Bei Windows 7 ist es, glaube ich, dann ein Programm aus der Liste auswählen. Und dort müsst ihr dann hier Java auswählen. Sollte in der Liste stehen. Falls nicht, dann geht ihr hier auf andere App auf diesem PC suchen. Oder bei Windows 7 ist das anderes Programm, glaube ich, auswählen. Und dann geht ihr hier unter C und dann halt Program Files Java. Und dann nehmt ihr hier unter Bin die Java Exe. Kann auch sein, dass es die Java W-Exe ist. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Da müsst ihr die Java oder Java W-Exe müsst ihr mal ausprobieren. Aber normalerweise braucht ihr gar nichts da machen. Wenn alles sauber verläuft, könnt ihr diese Datei mit einem Doppelklick oder mit Rechtsklick und öffnen. Ja, einfach öffnen. So, jetzt öffnet sich das Fenster hier. Jetzt sehen wir schon Optifine, HD Ultra. Ultra B7 vor Minecraft 1.11.2, da geht er einfach auf Install und das geht schon schnell, schon ist es installiert. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, der sich jetzt geändert hat, ihr öffnet wieder Minecraft ganz normal. Und was ihr jetzt machen müsst, ist folgendes. Wir sehen hier steht Spielen 1.11.2, neueste Version. Ihr könnt jetzt hier auf den Pfeil gehen und Optifine auswählen. Ja, so einfach ist das. Jetzt könntet ihr theoretisch sofort Optifine benutzen. Ich gehe aber nochmal auf Profile, denn hier sehen wir das Ganze auch nochmal und hier sehen wir auch nochmal, ja, ganz normal einfach Version 1.11.2 ist das. Könnt ihr euch dann nochmal durchlesen, ist Optifine. Ne, hier muss ich raufklicken, ich glaube, ich habe gerade falsch geklickt, aber hier sieht man es auch nochmal. Release 1.11.2 Optifine HD. Übrigens könnt ihr natürlich jetzt auch erweiterte Einstellungen einmal anhaken. Das ist standardmäßig ausgestellt. Wenn ihr das Ganze anstellt, steht hier ein Hinweis mit Java. Ja, braucht ihr nichts beachten. Dann, wenn ihr diese Einstellung aktiviert habt, geht ihr auf Optifine und jetzt könnt ihr hier unter JVM-Argumente einstellen, wie viel Arbeitsspeicher ihr zuweisen wollt. Das heißt, 1 GB ist bei mir zugewiesen. Ich gehe jetzt einfach mal auf 16 hoch, da ich 32 habe und why not? Und diese 128 MB müsst ihr da stehen lassen. So könnt ihr auf jeden Fall schon mal mehr RAM zuweisen. Geht einfach auf Speichern. Und genau, das passt auf jeden Fall. Wenn wir das Ganze jetzt auswählen, dann sieht das Ganze nämlich schon anders aus. Jetzt warten wir mal ab eben. Und zwar, ja, lädt er noch gerade hier, startet. Und jetzt zeige ich euch, wie wir sehen. Grafikerstellung. Jo, können wir jetzt hier ordentlich was einstellen. Da unten steht schon Optifine HD. Und hier auch Minecraft 1.11.2. Wir können jetzt hier alles mögliche einstellen. Ich mache mal hier wirklich mal wieder hier volle Kanne.
ja, was weiß ich hier, ein Grafikschild anstellen. Aber wir sehen hier auch Shader-Effekte. Jetzt sehen wir, ich habe Shader installiert, bei euch werden vielleicht keine sein. Da geht ihr einfach hier auf Shader-Effekt-Ordner, ganz einfach. Und dann öffnet sich schon hier der Ordner Shader-Packs. Genau. Dort könnt ihr jetzt die Shader-Packs alle reinziehen. Die könnt ihr euch herunterladen. Ich werde euch auch noch einen Link zu Shader-Packs in die Videobeschreibung stellen. Und ich zeige euch das Ganze, die müsst ihr dann halt hier einfügen. Das sind immer .zip-Dateien, die Shader-Packs. Dann könnt ihr jetzt hier das auswählen, das Shader-Pack. Ich nehme jetzt mal Source 11.0, sage fertig, nehme dazu noch ein Resource-Paket, also hier ein Texture-Pack und so. Nehme da jetzt einfach mal, was nehme ich denn da mal? PewPewCraft 512, warum nicht? Oder nicht? Nee, komm, wir nehmen jetzt mal hier, genau, hier Hannibal. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt läuft hier, ist eigentlich auch so eine Shader-Version, extra für Shader optimiert. Ich weiß nicht, ob die mit 1.11 noch läuft. Sieht sogar so gut aus. Und wenn wir nämlich jetzt sagen, hier Einzelspieler und gehen jetzt hier mal, ach du Scheiße, so lange habe ich nicht mehr gezockt. Wir gehen jetzt mal in irgendeine Map rein und schauen jetzt ganz einfach mal. Ja, es startet noch, dauert nochmal ein kleines Momentchen. Und jetzt sehen wir auch schon, Shader sind drin. Wenn ich F3 drücke, dann sehen wir hier, es ist die 1.11.2, in der wir spielen. Das ist doch perfekt, das freut mich wirklich sehr. Jetzt können wir mit dem neuen Launcher, können wir jetzt hier mit Shader und Texture Pack und allem drum und dran zocken. Ja, ist doch auf jeden Fall wirklich nice. Freue ich mich richtig drüber, dass das funktioniert. Und ja, falls ihr das dann halt auch so, ja, machen wollt, so geht's einfach. Also wie gesagt, es hat sich eigentlich nicht viel geändert. Im neuen Launcher ist es sogar noch viel einfacher. Ihr müsst einfach nur auf diesen Pfeil drücken und dann könnt ihr gleich auswählen hier. Ich möchte Optifine auswählen. Und wie wir sehen, hier das Wasser glänzt. Also das heißt, die Shader sind installiert. Man sieht, Resource Pack ist drin und alles in der 1.11. Wie gesagt, falls eine 1.12 oder so mal rauskommt, das Video heißt dann auch 1.12. Dann geht's auch mit der Version. Wie gesagt, ich will nicht für jede Version ein neues Video machen. Gut, dann hoffe ich mal, dass es euch gefallen hat. Falls jemand dabei Hilfe braucht, ich blende euch jetzt hier mal, ich habe den noch gar nicht erstellt, ich blende euch jetzt hier mal einen Skype-Account ein, den ihr dann hinzufügen könnt, denn ich erstelle mir jetzt nochmal einen neuen Skype-Account extra für Optifine-Hilfe. Dort könnt ihr mich dann hinzufügen als Kontakt. Ich werde euch dann innerhalb von wenigen Stunden oder im schlimmsten Fall kann es mal einen Tag dauern, versuchen zu antworten und zu helfen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wirklich sehr über ein Like freuen von euch. Das würde mich wirklich riesig freuen, einen Daumen nach oben. Und was mich auch freuen würde, ist ein Kommentar. Und ihr könnt ja aber auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt. Ich werde so schnell wie möglich helfen oder versuchen zu helfen auf jeden Fall. Und ja, wie wir sehen, 1.12 und so weiter und so fort. Shader drin, Optifine, alles bestens. Gut, dann sage ich mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen sehr schönen Tag. Wenn ihr Hilfe braucht, einfach einen Kommentar schreiben. Und ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn es euch gefallen hat. Jo, dann macht's gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und yo, ciao.